Inzwischen müsste ja wirklich jeder und jede wissen, dass die MINT-Fächer Ingenieurwissenschaften, Technik, Naturwissenschaften für die deutsche Industrie und Wirtschaft entscheidend sind. Und entscheidend sind natürlich die Köpfe. Das heißt, wir müssen Mädchen und Jungs begeistern für die MINT-Studiengänge. Wir haben einen riesigen Mangel an MINT-Kräften in sämtlichen MINT-Fächern in Deutschland jetzt schon. Und die Prognosen zeigen ja sehr stabil, dass das immer schlimmer wird. In Mathematik, aber genauso in den Technikwissenschaften müssen wir eben einfach sichtbar machen, was es da an Berufsbilder gibt und dass sich da auch Mädchen, dass sich da auch Migranten eben zu Hause fühlen. Auch, dass es von den Berufsperspektiven dann eine große Vielfalt gibt. MINT ist in der Tat entscheidend für Deutschland. Wir sind heute bereits im Automobilbereich und im Maschinenbau wirklich führend. Haben aber im Bereich IT und Kommunikation Nachholbedarf. Auch in der Deutschen Telekom sehen wir mittlerweile einen steigenden Bedarf an Informatikerinnen und Informatikern, insbesondere im Bereich neuer Technologien wie Security, Sicherheit, Cybersicherheit, Applikationsentwicklung, Cloud-Dienste, und dem müssen wir Rechnung tragen. Nicht nur im Bereich der Hochschule, sondern insbesondere auch im Bereich der Deutschen Telekom, wo wir in Ausbildung, Weiterbildung und auch im Bereich akademische Bildung ja selbst erheblich investieren und dieses Thema MINT sehr stark in den Vordergrund stellen. Diversity ist ein großes Thema. Wir müssen auch die Mädchen begeistern für Mathematik. Wir müssen sie ins Studium reinbringen. Wir haben eigentlich sehr viele Studienanfängerinnen inzwischen, aber die Mädchen gehen mit zu wenig Selbstbewusstsein und zu wenig Ermutigung in so ein Studium rein. Die alten Stereotypen und Zöpfe muss man da wirklich abschneiden. Und da ist noch einiges zu tun. In dem Moment, wo wir eine sinkende Schülerzahl haben und eine steigende Studierendenzahl und gleichzeitig eine Menge Fachkräfte haben, die im Rentenalter die Unternehmen verlassen, müssen sie betriebliche Fachkräfte stärker in den Blick nehmen. Das heißt, Menschen auch in der Ausbildung Gelegenheit geben, sich MINT-Themen zu nähern und sich in diesen MINT-Themen weiterzuentwickeln. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir versuchen, die Bildungskette ganz bewusst so anzulegen, dass wir Menschen aus der Ausbildung über eine betriebliche oder akademische Qualifizierung weiterentwickeln und sie die Möglichkeit haben, in der Telekom ihren Abschluss, einen Bachelor, einen Master oder eine Promotion auch berufsbegleitend durchzuführen. Es gehen sehr viele Studenten, Studentinnen in MINT-Studium rein, in Mathematikstudium rein, ohne wirklich eine Ahnung davon zu haben, was das Fach eigentlich ist. Da sind sehr viele falsche Vorstellungen. Und ich glaube, wir müssen früher anfangen, eben auch schon in der Schule, ein vielfältiges Bild davon zu entwickeln, was man mit MINT machen kann und so weiter. Dafür müssen wir aber auch unsere Lehrer und Lehrerinnen ausbilden und stark machen. Weil der Teufelskreis, mit dem wir zu tun haben, ist ja der, dass unsere Lehramtsstudenten auch schon aus dem Schulunterricht kommen, der ein sehr eindimensionales Bild von Mathematik vermittelt. Chemieunterricht, da werden dann Moleküle so erklärt. Das ist was wir aufbrechen müssen. Das ist eine ganz harte Nuss. Und das ist auch nichts, was man jetzt mit einer kleinen Maßnahme plötzlich alles sehr viel besser kann. Aber das ist was, wo wir in ganz unterschiedlichen Stationen und mit sehr unterschiedlichen Projekten drin sind und dabei sind. Je früher man beginnt, dieses MINT-Interesse zu wecken, je besser. Im Rahmen der MINT-Initiativen werden ja heute schon MINT-freundliche Schulen besonders ausgezeichnet, die insbesondere auf dem Thema Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften einen Schwerpunkt legen. Das sind aus meiner Sicht sehr wesentliche Initiativen, die natürlich durch die Wirtschaft weiter gefördert werden müssen, aber wo es auch eine Unterstützung aus der Politik bedarf.